Der 5. Renntag beim 123. Deutschen Traber Derby wird Ihnen präsentiert von der Signal Iduna. Auch bei knackigen 33 Grad gehen heute wieder Pferde und Fahrer an den Start. Auf der Trabrennbahn Mariendorf gibt es auch am 5. Tag des Traber Derbys Trabrennen auf Spitzenniveau. Beim ersten Vorlauf des Tages zeigte der spekulierte Favorit Rudolf Haller und sein Pferd Sochi Santana, dass die Schätzungen stimmen. Lässig zieht er an seinen Mitstreitern vorbei und wandert direkt ins Ziel. Bekommt gleich die Führung. Es war natürlich das Rennen, durch das das vier Nichtstarter waren, war das vorm Start schon für alle die Finalteilnahme praktisch. Es wurde auch unterwegs nicht viel Gas gegeben und wollte vorne natürlich auch nicht alles rausholen aus ihrem Vorlauf. Dann zum Schluss wurde es noch ein bisschen eng, aber es reichte dann nicht. War gut. Beim Vorlauf Nummer 2 lagen die Vorhersagen auf Hugo Langeweg mit seinem Pferd Hindi Highkant. Dieser hatte jedoch die Rechnung ohne Michael Nimschek gemacht. Der scheuchte die Nummer 4, sein Pferd Arendelle, nur so über die Rennbahn. Am Ende ergattert er somit den ersten Platz. Arondell weg in die Highkant mit dem tollen Speed, läuft noch heran, aber Arondell gewinnt den ersten Vorlauf, den zweiten Vorlauf zum Bruno Cassira-Rennen gegen Hindi Highkant, gegen Nelly Pepper, die lief stark, dahinter Good Girl Ass und dann Silla Vizzi. Das Rennen entwickelte sich für mich sehr gut. Ich hatte einen guten Start, konnte sofort die Führung übernehmen, konnte unterwegs das Tempo etwas rausnehmen und zum Schluss hat sie sich leicht gelöst. Beim Bruno-Kassierer-Rennen gehen die jeweils 5 Erstplatzierten der beiden Vorläufer an den Start. Nimczek und Haller schätzen ihre Chancen auf den Sieg durchaus realistisch ein. Im Finale habe ich eine Zulage, bin ich aus dem zweiten Band, aber sie ist gut drauf. Wenn sie den Start auch gut macht aus den Bändern, denke ich, haben wir auch eine kleine Chance. Ja, die sind gut. Sie muss natürlich, sie hat, glaube ich, auch zum ersten Mal einen Bänderstart. Aber das ist für die meisten vielleicht in dem Rennen und da muss sie gut wegkommen. Ich glaube an sie und hören sie. Beim Start zieht Haller mit seinem Erfolgspferd Sochi Santana deutlich an allen anderen Teilnehmern vorbei. Seinen großen Vorsprung kann er lange halten, wird auf den letzten Metern jedoch vom Niederländer Jaap van Rijn eingeholt. Er und seine Stute Gianluca Pasel dürfen sich über den verdienten Sieg und natürlich auch über den verdienten Pokal freuen. Setzt nach und geht vorbei. Gianluca Pasel, der Sieger im Bruno Cassierer-Rennen 2018. Zweiter wird Sochi Santana und innen zieht hier noch Nelly Pepper durch. Ja, die Bandenstadt war gut. Rudi Haller hat die Spitze genommen und hat guten Fahrt gemacht. Und, ich hatte einen guten Rücken und ja, die hele Rennen hatte ich nicht in die Wind. Und ja, die letzte Bogen war alles klaar. Und had ik een bisschen Ruimte. Und kon ik eruit fahren und makkelijk afmaken. Derby Wochen zaten schön zu fahren. Und ein großes Rennen. So, ja, wenn die kan gewinnen, dann is alles super. Auch am heutigen Tag gilt: Wer mit 10 Euro auf das gewinnende Pferd wettet, bekommt zusätzlich zum Wettsieg ein Prämienlos. Und somit die Chance auf einen Kleinwagen im Wert von 14.000 Euro. Michael Nimczyks Fans sollte das freuen. Er ist, was seine Teilnahme am Cup der Signal Iduna Krankenversicherung angeht, sehr zuversichtlich. Rudi Stada ist ein tolles Pferd, die sehr gut drauf ist, die jetzt hier in Berlin, glaube ich, noch kein Rennen verloren hat. Doch einmal war sie hier Zweite, aber nur Top-Leistung gezeigt hat. Und das wird sie heute auch wieder machen. Als das 12. Rennen losgeht, bewegt sich Nimczyks Stute Goldie Stardust zunächst im Mittelfeld und gewinnt langsam an Fahrt. Konkurrent für Konkurrent lässt sie zurück. Auf dem 2. Platz pendelt sie sich wieder etwas ein. Am Ende auf der Zielgeraden zieht sie mit aller Kraft an Mike Espers Pferd O Sunday vorbei. Nimczyks Topstute Goldie Stardust beweist, was in ihr steckt und begeistert das Publikum. Goldie Stardust, deine 5-jährige braune Stute.
Ich hatte ja von Hause aus 20 Meter Zulage zu den vorderen Pferden und da habe ich mir schon gedacht, dass ich das Rennen aus dem Mittelfeld mir einteilen muss und der Rennverlauf war sehr, sehr gut für mich. Ich konnte sehr lange im Windschatten sitzen bleiben und musste erst auf den letzten 600 Metern außen alleine angreifen. Das hat Goldie Stardust fantastisch gemacht und zum Schluss hat sie sich dann eindrucksvoll gelöst. Ich denke schon, dass wir sehr, sehr zufrieden sein können, wenn wir das erste Resümee ziehen. Wir sind in vielen großen Rennen dabei gewesen, können uns jetzt aufs Stutenderby, aufs Hauptderby freuen, haben viele Rennen schon gewonnen. Also ich denke schon, alles in allem war es bisher sehr, sehr gut. Wir haben vor 10 Jahren angefangen, hier den SI-Signal-Renntag zu gestalten, immer den Freitag, das ist uns wichtig. Leider ist heute nicht unser Feuerwerk aufgrund der Sicherungsmaßnahmen. Sonst ist das für unsere Gäste. Wir haben über 2000 Familienkarten hier verteilt. Ich glaube, gefühlt ist jeder dritte Gast hier Signal Iduna Kunde. Und ich habe über 100 Geschäftspartner auch hier eingeladen. Und für uns ist es eine tolle Tradition geworden. Und wir sind wirklich alle begeistert. Das muss man mal sagen. Und ich kann jetzt schon sagen, nächstes Jahr am 2. August ist der nächste Freitag. Da sind wir wieder dabei. Der 5. Renntag beim 123. Deutschen Traber Derby wurde Ihnen präsentiert von der Signal Iduna.